machen Sie Grammophonreparaturen auch, bitte? Erlauben Sie mir. Bitte schön, wollen Sie sich gleich herüber bemühen, ja? Ja. Bitte schön. Guten Tag. Sie wünschen, bitte? Hey? Was wünscht der Herr? Ja, eine Grammophonreparatur hätte ich. Ob Sie das machen können, eine Nadel schleifen, neue schleifen. Eine Nadel? Ja. Da bin ich nur zu schauen. Da ja, ich hab schon. Ob man die nicht spitzig machen kann. Ja, wie schaut denn die Nadel aus? Was haben Sie denn da gemacht mit der Nadel? Ja. Wie lange haben Sie denn die schon spielen lassen? Ach, ich denke ein Jahr. Ja, das geht natürlich nicht. Die Nadel ist kaputt. Dann? Da kann man nichts mehr machen damit. Wollen Sie neue Nadeln haben? Ja, wenn sie so cool wären. Ja, das sind ja nicht teuer. Nicht teuer, unteuer. Schauen Sie her, so Schächtel mit 100 Stück 30 Pfennig. Ja. Ja. Wenn Sie da jede Nadel ein ganzes Jahr spielen lassen, dann lange es 100 Jahre damit. Ne? So. Wollen Sie das haben? Ja, vielleicht geben Sie mir dann 20 Stück und dann haben Sie auch neue Schallplatten. Schallplatten natürlich? Ja. Wollen Sie Schallplatten haben? Ja. Ne? Was sollen das für Platten sein? Ja, so runde dunkelschwarze Platten. Mit Musik oder Gesangsplatten? Nein, mit Schall. Mit Schall, ja, natürlich. Schall. Selbstverständlich. Ich werde Ihnen mal Verschiedenes vorspielen lassen, ja? Ja, wenn ich so frei sein bitten darf. Ich pfeife auf jede Platte. Sie sind ja ein Tausendsassa. No. Ein 999 Sassa. Ja. Nun, wie hat Ihnen diese Platte gefallen? Ja, ganz gut, aber das war doch nicht der Caruso. Ja, woher? Das ist ja ein Militärmarsch. Ach, Sie wollten den Caruso hören? So. Ja, ich weiß es nicht. Ja, das, wie Sie meinen. Nein, wie Sie meinen. Ach, ich bin ganz nach Ihnen da. Ja, ist ja lächerlich. Sie können den Caruso schon hören, aber ich glaube, ja natürlich, der ist augenblicklich ausgegangen. So, wohin? Ich meine, die Caruso-Platten sind momentan vergriffen. Ach so. Aber es macht nichts, ich habe etwas Ähnliches da. Wunderherrlich. Schön, nicht? Ja, die Platte. Ausgezeichnet. Aber nach der Platten kann man unmöglich tanzen. Ja, auf eine Tenorplatte tanzt ja auch kein Mensch. Nicht auf der Platte, ich meine, so nach der Platte kann man doch nicht tanzen. Ja, nach der Platte. Ach, jetzt verstehe ich Sie erst richtig. Sie wollen sozusagen eine Tanzplatte. Ja, mit Schall. Ja, eine schallende Tanzplatte. Nicht? Ja. Ja, das können Sie auch haben. Sie brauchen es nur wünschen. Ja. Die ist gut, ja? Die ist gut. Die geben Sie mir. Weiter bremsen. Ja, was machen Sie denn? Bremsen. Lassen Sie das nicht weiterspielen. Die ist gut. So eine will ich haben. Ist die teuer? Die kostet nur 3 Mark. 3 Mark? Ja. Warum? Ja, zu teuer. Die Hälfte wäre recht. Die Hälfte. Ja, das geht natürlich nicht. Ich kann Ihnen die Platte nicht auseinanderschneiden. Nicht von der Platte die Hälfte, vom Preis mehr die Hälfte. Ja, so zu 1,50 Mark ungefähr. Ja, sowas, mal 40 darf es auch kosten. Ja, wissen Sie, wir haben schon billige Platten da, aber wenn ich nur ungefähr wüsste, was Sie eigentlich möchten. Ja, das weiß ich auch nicht, ne? Ja, das ist eben leider dumm. Nicht. Was machen wir denn da, wir zwei? Das weiß ich auch nicht. Das ist ja dumm geschickt. Haben Sie gar keinen Wunsch? Zu Weihnachten? Nein, ich meine in Bezug auf Platte. Ach so, nein. Sagen Sie, haben Sie vielleicht diese, wie heißt die, freiwillige Sanitätskolonnenplatte? Wie heißt die Platte? Die freiwillige Sanitätskolonnenplatte. Ja, gibt's das überhaupt? Ja, das... das kenne ich gar nicht. Ja, sagen Sie, wie heißt die Platte genau? So ähnlich wie das Sanitätslos oder... Das Sanitätslos? Nein, nicht das Sanitäts... ohne das. Das Sanitätslos allein, meinen Sie? Nicht ohne allein. Ohne das und ohne allein. Ja, ich verstehe schon. Sanitätslos. So, ja. Ja, 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 das okay. Gibt's das wirklich, so eine Platte? Ja, ja. Ich schaue mal im Katalog nach. Ja. Ja? Das habe ich noch gar nicht gehört. Ja, sagen Sie, was soll denn das überhaupt sein? Ist das ein Lied? Ja, ein Lied. Ja. So, na, dann finden wir es ja. Oder ist es ein Marsch? Ja, Marsch ist auch, ja. Ein, also ja, ist es ein Lied oder ein Marsch? Nein, es ist ein Marschlied. Aha. Ja, das ist furchtbar schwer mit ja, Ihnen, ja, wissen Sie. Kennen Sie die Platte überhaupt? Ja, persönlich nicht. Nein, ich meine, kennen Sie die Melodie? Ja, freilich kann ich, kann sie mir ja vorsingen. Oder passen Sie es doch vor, Sie können doch so herrlich passen. Ja, ich habe schmutzige Hände. Oder ich sing's lieber. Das ist der ganze Gang. Der Refrain, der geht ungefähr so. Ja, ein paar Takte, wenn Sie mir nur vorsingen. Seemann Gebauch, Seemann Gebauch, horch, was der Wind und das Meer dir sagt. Ja, jetzt weiß ich schon. Wir gehen schlafen am Grunde des Meeres, Gott sei mit. Da komme ich nicht mehr runter. Ja, da komme ich nicht mehr runter. Ich weiß jetzt schon, was ja, Sie wollen. Diese Platte heißt Seemannslos. Seemanns? Ja, das habe ich ja gesagt. Nein, Sie haben Sanitätslos verlangt. Das ist ein kleiner Unterschied. Seemannslos, ja, 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 das ist ganz was anderes. Das war von mir ein irrtümlicher Tum. Richtig, ja. Seemannslos, das muss ich im Lager draußen haben. Einen Augenblick, ich bringe es Ihnen gleich. Bitte schön. Ja, wie benehmen Sie sich denn? Sie vertreiben uns ja die Kundschaft. War das eine Kundschaft? Natürlich. Ich hab gehabt, das ist eine alte Dame. Ach, so, mein Herr. Hier ist das Seemannslos. Ja, was machen Sie denn mit der Trompete da? Das ist eine Trompete? Ja, natürlich. Gell, das habe ich mir gedacht. Na, erlauben Sie mir, das sind doch lauter neue Instrumente, die können Sie doch nicht so ohne weiteres anfassen. Das geht doch nicht. Hier ist das Seemannslos. Die will ich ja nicht haben. Was, jetzt wollen Sie die Platte nicht haben? Jetzt wollen Sie es wieder nicht haben. Nein, Sie haben mich ja nicht ausreden lassen. Die Platten, die hasse ich. Die hat meine Hausfrau, lasse ich ja seit 3 Jahren täglich 20 bis 30 Mal spielen. Ja. Die kann ich nicht mehr hören, die wachsen mit dem Hals raus. Zum Kotzen ist das. Ja, erlauben Sie mir... Ein schönes Lied, aber wenn man so oft hört, schrecklich. Ja, dann dürfen Sie es doch nicht verlangen, wenn Sie es schon nicht haben wollen. Sie sind wirklich schwer zu bedienen, also dann wollen Sie die Platte überhaupt nicht. Nein. Ja, ich kauf's. Haben Sie noch mehr von der Platte? Natürlich. Die kaufe ich. Ich kaufe sie in alle Geschäfte zusammen. Sie brauchen sie ja nicht kaufen. Die Platte rott ich aus. Also Sie sind ein komplizierter Kunde, das kann ich Ihnen sagen. Ich spiele Ihnen jetzt was anderes vor. Nehmen Sie einen zweiten Platz, ja? Ja, ich bin so frei. Also ich weiß wirklich nicht mehr, was ich Ihnen zeigen soll. Ich wüsste schon. Sagen Sie, Fräulein, wo ist denn jetzt eigentlich die Lene? Was denn für eine Lene? Bei uns war noch nie eine Lene. Vielleicht in unserer Filiale, da glaube ich, ist eine Lene. So ein großes, schwarzes Fräulein. Eine ganz schlanke, nicht wahr? Ein Fräulein? Ja, die Lene. Die Lene meine ich da, die... Ach, die Stuhllene meinen ja, Sie. Ja, ja, das ist ja was anderes. Bei Ihnen darf man nicht fragen. Da fällt man immer rein, das habe ich schon gemerkt. Sie sind ja ein witziger Bold. Sagen Sie, Fräulein, noch was. Ja. Haben Sie diese Platte auch ein Sonntagmorgen am Abend oder so ähnlich? Ein Abend am Sonntagmorgen so... Ja, das kann nicht stimmen, was? Eine viereckige Platte. Ja. Was? Eine viereckige Platte? Gibt's ja, das überhaupt? Ich meine, ich hab's mal gesehen. Ach, das ist ja ausgeschlossen, geh. Das gibt's ja gar nicht. Nein, das war eine Notenplatte, das kann ich mich erinnern. Ja, das viereckiges ist Notenblatt. Ja, wie heißt diese Platte? Ein Abend am... Ein Abend am Sonntagmorgen, so ähnlich. Am Sonntagmorgen? Ein Walzer muss sein oder sowas. Nein, die kenne ich nicht, die Platte. Ich könnte mal in unserem Hauptgeschäft fragen, ja? Ja, bitte. Ich rufe mal den Chef an, dann kann ich Ihnen Bescheid geben. Kommen Sie ja mal rüber. Ja. Hier, ja. Ich kenne nämlich die Platte nicht. Herr Rembremerdeng. Ja, hier ist Filiale Elisenstraße. Kommt Sie her, kommt Sie her. Bitte schön, gibt es eine Platte, ein Abend am Sonntagmorgen? Hallo? Hallo, sind Sie noch da? Ja, was machen Sie? Sie haben sich auf das Telefon draufgeschrieben. Ach so. Das dürfen Sie nicht machen. Ja. Hallo, Herr Rembremerdeng. Macht ja, so viel aus, wenn man da draufkommt? Jetzt haben Sie mich wieder unterbrochen. Wenn Sie vorsichtig sein, Herr Rembremerdeng. Ich möchte gerne wissen, ob es eine Platte gibt mit dem Namen Ein Abend am Sonntagmorgen. Ja, wie? Ja, ich kenne die Platte auch nicht. Wie heißt denn die Melodie? Ja, so. Hallo, 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 was? Jetzt haben Sie mich wieder unterbrochen. Wieder? Sie dürfen doch das Telefon überhaupt nicht anfassen. Wenn Sie vorsichtig sein, Herr Rembremerdeng. Bitte schön, ja. Also ein Abend am Sonntagmorgen. Der Herr ist selbst am Apparat. Einen Augenblick, ja. Ja, er soll es Ihnen vorpfeifen, die Melodie. Pfeifen Sie... Wie heißt der Rembremerdeng? Rembremerdeng, ja. Pfeifen Sie die Melodie hinein, Sie können so gut pfeifen. Pfeifen Sie. Ich kann nicht pfeifen, weil über den Namen muss ich so furchtbar lachen. Warum Rembremerdeng? Naja, wenn er so einen saudummen Namen hat, nicht? Das ist unser Schiff. Pfeifen Sie mir. Ich kann nicht. Ich kann nicht, wenn einer Rembremerdeng heißt, kann ich nicht pfeifen. Das ist ausgeschlossen. Ja, wenn Sie nicht pfeifen können, dann hat sie auch gar keinen Wert. Ja, um Gottes Willen, aber ja, Sie weinen ja direkt. Aber was ist denn, Fräulein, stellen Sie doch die Platte ab. Ja, was haben Sie denn? Hat sie die Platte so ergriffen? Ach, hat sie die Platte so traurig gestimmt. Das tut mir aber wirklich leid. Da müssen wir eben was Lustiges nehmen. Ja. Ja, das machen wir. Passen Sie auf, wir nehmen jetzt eine humoristische Platte, nicht wahr? Von einem Komiker. Da finden wir schon was. Ah, da schauen Sie her, da habe ich was für Sie. Das ist eine furchtbar lustige Platte. So, warum? Ja, weil es eben eine humoristische Platte ist. Haben Sie Interesse an einem Komiker? Nein, ich habe überhaupt nur Interesse am Motorradfahren. Aber schade. Es tut mir aber leid, dass ich Sie nicht vorspielen darf. Die Platte ist nämlich furchtbar lustig, da könnten Sie sich zu Tode lachen. Das hat keinen Zweck, weil dann kann ich nicht mehr Motorrad fahren. Ja, da haben Sie auch recht. Halt, da habe ich etwas für Sie. Schauen Sie her. Ja? Kennen Sie das schon? Das ist, da brauchen Sie nicht erschrecken, das ist das Neueste, was es gibt. Unzerbrechliche Platten. Ja, was schauen Sie biegsam, wenn die Platte zum Beispiel einmal herunterfällt. Sehen Sie, oder Sie schlagen die Platte irgendwo hin. Kann gar nichts passieren. Die Platte können Sie zum Beispiel so zusammenrollen. Ja. Sehen Sie, und in die Tasche stecken. Das spielt genauso wie jede andere Platte auch. Wie jede andere? Ja, die sind sogar billiger wie die anderen. Da hole ich Ihnen jetzt ein paar, da habe ich sehr nette draußen. Einen Augenblick. Sowas erfinden Sie. So Zeug. Aber für den Katar haben sie noch nichts erfunden. So. Ja. Na, was ist denn hier los? Und ja, was machen Sie denn für Sachen hier? Ja, sagen Sie her, was treiben Sie denn da alles? Da hört sich ja alles auf. Ja, was haben Sie denn mit meinen Platten hier angestellt? Ich bitte Sie, ich habe Ihnen doch ausdrücklich erklärt, das ist eine biegsame Platte. Ja, die sind biegsam, aber die anderen alle nicht. Naja, ich bitte Sie, das sind doch harte Wachsplatten. Ich meine, den Unterschied müssen Sie doch sofort gemerkt haben. Sofort? Die brechen sofort, ja, ja, aber das meine ich. Ja, sagen Sie, wie kommen Sie dazu? Da schauen Sie sich doch an. Da haben Sie mir ja mindestens 4 Platten zusammengebrochen. 5? So, ich danke. Bitte? Das ist ja noch besser. Ja, also ich glaube, Sie haben überhaupt nicht die ernste Absicht, etwas zu kaufen, was? Doch. Na, also gut, ich will Ihnen noch was vorspielen lassen, aber dann bitte gehen Sie da rüber und setzen Sie sich da drüben hin. Und kommen Sie mir nicht mehr da herüber, sonst machen Sie noch etwas. Nein, ich berühre nichts mehr. Ja, nehmen Sie nur Platz, ich suche Ihnen schon was. Ja, na wissen Sie. Ja, jetzt haben Sie wieder eine Platte kaputt gemacht. Na, erlauben Sie mir, das muss man doch sehen. Also auf eine Platte, das darf man sich doch nicht setzen. Da schaut man doch zuerst. Fräulein, ich bin so gegangen und hin sehe ich nicht. Na, das geht doch nicht. Schauen Sie zum Beispiel hier, auf diese Weiche, wenn Sie sich gesetzt hätten. Ja, ja, das hätte mir nichts ausgemacht. Die hätten Sie aber hinlegen müssen. Mit der kann man, mit so einer Platte kann man nicht als Fächer benutzen. Ja, aber sehen Sie das? Dagegen mit dieser nicht. No. Ja, also das ist ja jetzt die 7. Platte, die Sie mir zusammengebrochen haben. So, ich bitte Sie, lassen Sie sich doch das endlich einmal erklären. Ja, schon wieder eine. Na, jetzt wird's mir aber bald zu tun werden. Schauen Sie, also so begriffsstützig kann doch kein Mensch sein. Ja, wollen Sie es noch einschieben auch? Das geht doch nicht. Schauen Sie her, das müssen Sie doch begreifen können endlich. Ja, geben Sie nur Obacht. Schauen Sie her, ich erkläre es Ihnen jetzt noch einmal. Das sind doch ganz empfindliche, harte Wachsplatten. Auf so eine Platte darf man sich doch nicht setzen. Nicht? Ja, woher? Ausgeschlossen. Sonst können Sie ja mit der Platte machen, was Sie wollen. Was ich will? Natürlich. Ah! No? Ah! Wissen Sie, das ist ja allerhand, das kann ich Ihnen sagen. Jetzt machen Sie sofort, dass Sie meinen Laden verlassen. Aber augenblicklich, sonst müsste ich den Chef rufen. Den Herrn Rembremerdeng? Jawohl, den Herrn Rembremerdeng. Holen Sie ihn bitte einmal, möchte ihn sehen. Ja, der wird Ihnen was anderes sagen, der Herr Rembremerdeng. Jetzt schauen Sie sich die Bescherung an. Bevor Sie gehen, müssen Sie mir diese Platten bezahlen, die Sie zerbrochen haben. Da schauen Sie sich an, die Geschichte. Ich habe ja gar keine Übersicht mehr überhaupt. Da gehen Sie rüber, von da aus sehen Sie es wunderbar. Ja, war schon 5 Platten, waren es einmal A1,50. Sind 57. Und dann die ganz große von da drüben, wissen Sie auch. Die kostet 5 Mark. 6 Mark ist drum gestanden auf dem Etikett. 6 Mark? Ja. Ja, dann schreiben wir ihm 6 Mark, ne? So, und dann was war es? Jetzt haben Sie wieder Ihren Stock da oben. Das kann ich doch nicht haben, so etwas. So. Jetzt haben Sie mir nochmals eine Platte zusammengestellt. Also wissen Sie, das ist ja zum Verzweifeln mit Ihnen. Schreiben Sie noch hin, eine mal 50 Nachtrag. Machen Sie, dass Sie zum Teufel kommen. Jetzt wird es mir bald zu dumm werden mit Ihnen. Schauen Sie, dass Sie weiterkommen. Hier haben Sie Ihre Sachen. Wegen den saublöden Stock. Ah! Entsetzlich. Jetzt haben Sie mir meine ganze schöne Scheibe zusammengeschlagen. Wie wär's mit einer biegsamen Scheibe?